Und damit sage ich herzlich willkommen, mein Name ist Kino und ich begrüße euch zum Vorstellungsvideo Update 1.12 Planet Zoo und das Grassland Pack, also das Grasland DLC. Und ich gehe erstmal ganz kurz darauf ein, was ist jetzt neu dazugekommen im Update, und danach gucken wir uns dann die Tiere vom Grasland Pack an. Eine Sache ist mir noch nicht ganz klar, wo es dazu gehört. Ich vermute mal, das gehört auch zum DLC. Allerdings zeige ich euch dann gleich, es sind neue Pflanzen ins Spiel eingegangen. Ich vermute mal stark, dass diese zum Grasland Pack gehören. Allerdings werden sie aktuell nicht unter dem Grasland Pack geführt. Zunächst, was ist im Update 1.12 ins Spiel eingeflossen, beziehungsweise was fließt mit Update 1.12 kostenlos in Planet Zoo ein? Ihr seht es bereits vor mir. Geführte Touren nennt sich das Ganze übersetzt. Also das sind die Zoo-Touren, wo die Ausbilder, die ja schon im Spiel integriert sind, nun auch VIP-Gäste oder Gäste, VIP-Gäste sind es nicht mal unbedingt, es sind Gäste, die sich ein spezielles Ticket geleistet haben, eine ganz besondere Zoo-Tour erfahren dürfen. Ihr könnt mehrere Touren erstellen im Zoo. Wie genau das funktioniert, dazu werde ich nochmal ein extra Video machen. Dazu abonniert gern diesen Kanal, dass ihr dann dieses Video nicht verpasst. Es gibt also nochmal ein kleines Tutorial hinterher, weil es ist noch ein bisschen komplexer, als jetzt einfach nur so ein Schild hinzustellen, wie ihr es jetzt hier vielleicht schon seht, und dann so einen Ausbilder dazu zu teilen. Es können Start- und Endpunkte angegeben werden von der Tour, also da, wo die Gäste empfangen werden. Das ist jetzt dieser Punkt hier gerade, den wir hier sehen. Und natürlich der Punkt, wo diese Tour dann endet, wo die Gäste dann wieder in den Zoo entlassen werden, also in die freie Wildbahn quasi. Und beliebige Anzahl an Zwischenpunkten, die dann angelaufen werden können. Wo findet ihr was? Wie funktioniert es so ganz grob? Zum einen in den Einrichtungen habt ihr unter Mediengeräte Bildung habt ihr hier diese Tourpunkte, die sehen so aus, die können eingestellt werden, was die Farben angehen und so weiter. Das könnt ihr aber auch nochmal in den Touren selbst machen. Und dann haben diese ganzen Schilder, die zu dieser Tour gehören, die hier eingestellte Farbe. Ihr setzt dann einfach dieses Schild, weist es dann dieser Tour zu oder erstellt eine Tour anhand von diesen Schildern und Wegpunkten. Und die Ausbilder laufen dann mit den Gästen diese Punkte ab. Ihr bekommt hier oben auch, nein, hier, ihr bekommt hier in den Informationen, bekommt ihr auch den Hinweis, eine Tourgruppe trifft bald ein, eine Tourgruppe ist eingetroffen. Ich gehe mal davon aus, wir lassen das jetzt mal hier so ein bisschen laufen, dass hier auch gleich die Tour startet. Die kommen also von hier draußen angelaufen, laufen durch den Zoo-Eingang und kommen dann hierher. Sobald die dann hier eingetroffen sind, wird der Ausbilder dann die Tour starten. Und das ist auch passiert, hier kommen die Ersten. Visuell gesehen sieht das erstmal genauso aus, ne? Sie bilden so einen leichten Kreis, wie bei den Tiergesprächen. Und jetzt wird das Schild geschnappt und die Tour startet. Das Alpha-Tier vorn weg. Und am Talkpoint angekommen. Dann die ganze Animation ähnlich der normalen Tiergespräche auch. Sobald dieses Tiergespräch dann hier beendet ist, laufen sie weiter zum nächsten Talkpoint, der in meinem Fall dann hier oben in der Burg ist, genau an dieser Stelle. Dann geht es weiter zum nächsten Punkt und so weiter und so fort. Und ihr könnt hier bei diesen Schildern, wenn ihr draufklickt, könnt ihr, wie gesagt, da gibt es nochmal ein extra Tutorial, wenn ihr auf diese Schilder klickt, könnt ihr dann einstellen, für was der Bildungsinhalt hier ist. Ihr seht hier nochmal den Tourmanager, den ihr dann bearbeiten könnt von hier aus. Ihr könnt einstellen, ob es ein Tiergespräch oder ein Pausepunkt ist. Also ihr könnt also Pausenpunkte auch einbauen, wo die Gäste dann ihren Bedürfnissen nachgehen, wie Toilette, wie Ruhe, also Energie auftanken, Hunger, Durst stillen. Die Mitarbeiter können vielleicht mal in den Pausenraum gehen und dann startet die Tour von dem Pausepunkt dann erneut, sobald alle Sachen abgeschlossen sind, sobald sie wieder zufrieden sind, satt sind, erholt sind. Und ihr könnt natürlich hier unten dann einen Arbeitsbereich für die entsprechende Tour erstellen. Des Weiteren ist neu hinzugekommen das Planiertool. Und das findet ihr hier unten, Wege, Gelände. Dann habt ihr hier diese Mehrfachauswahl und dazwischen hat sich ein neues Icon aufgetan. Und das ist dieses Planiertool. Und wenn ihr da draufklickt, habt ihr, so sieht das Ganze dann aus, das ist so eine runde Silhouette von so einem Zylinder. Und ihr könnt hier die Größe einstellen, ihr könnt die Höhe einstellen und ihr könnt einstellen, was innerhalb dieses Zylinders alles weggelöscht werden soll, wenn ihr das dann klickt.
Ihr könnt einstellen Szenerieobjekte und Natureinrichtungen, Vivarien, Wege oder Wegextras, Wege, Gehegeobjekte, Barrieren, Fahrgeschäfte, Gleise. Das Wasser könnt ihr sogar mit auswählen, dass das noch mit entfernt wird. Und die versteckten Barrieren, das ist wieder so eine reine Anzeigesache. Wenn ihr die verpasst habt, auf alle Fälle in die Tutorials reinschauen. Den Link zu den Tutorials werde ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr hier die diversen Ansichten, wie sich die Barrieren hier zu diesem Tool verhalten sollen. Und klickt ihr dann mit links auf den entsprechenden Bereich, den ihr löschen wollt, dann kommt hier nochmal der Hinweis. Du bist dabei, einen zum Bison-Gabelbock-Gehege gehörenden Barrierebereich zu entfernen, weil hier gerade die Barriere durchgeht. Das macht das Gehege unwirksam und so weiter. Also ihr bekommt hier nochmal einen Warnhinweis. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel klickt, bekommt ihr dann keinen Hinweis. Dann wird es einfach rausgehauen, alles was so hier ist. Ich mache das mal wieder rückgängig. Sobald ihr aber auf Barrieren geht von einem bestehenden Gehege, dann wird euch das Ganze nochmal als Warnhinweis angezeigt, so dass ihr nicht einfach so ein Gehege zerstört, aus Versehen. Das Ganze könnt ihr dann durch Klick auf den Knopf hier unten wieder schließen und dann seid ihr raus aus diesem Bulldozer, aus diesem Abriss-Tool. Als Übergang zum DLC-Content, zu den Tieren, nehme ich jetzt mal die Pflanzen, weil, wie eingangs schon gesagt, ich vermute stark, hier funktioniert bloß in Tech noch nicht bei diesen Pflanzen. In der Natur habt ihr die Möglichkeit ja mit den Filtern nach Inhaltspaket zu filtern. Und wenn ihr dann hier auf Grasland klickt, dann habt ihr hier gar nichts. Dann ist komplett alles leer. Allerdings sind diese Pflanzen hinzugekommen. Es handelt sich komplett um Gräser. Ich vermute stark, dass das DLC-Content ist und kein normaler Update-Content. Wir warten mal das nächste Update ab. Also für Leute, die das Video erst später sehen und sagen, ja, hier, bei mir wird aber hier aufgelistet, Stand jetzt, ich habe den Key von Frontier vorab schon bekommen. Wir befinden uns heute, ja, 2 Tage vor dem offiziellen Release. Ich nehme das Ganze jetzt hier schon auf und Stand jetzt ist eben tatsächlich, hier wird aktuell nichts aufgeführt. Es kann auch sein, dass es so richtig ist, dass das Ganze mit Update, mit dem Update-Content einfach kostenlos zu euch kommt. So, wir haben ganz grob gesagt, wir haben ein Körbchen, eine Kette, was ihr hier außen seht, neu im Spiel. Das ist dieses, nennt sich betretbares Vivarium-Hängekorb, Pflanztopf. Oh, muss ich mal draufklicken, um den Rest auch lesen zu können. Vom Namen her wäre er dafür gedacht, in die begehbaren Vivarien als Hängekorb eingebaut zu werden. Gerade jetzt, wo im DLC die Schmetterlinge dazugekommen sind, sieht das bestimmt schick aus. Es ist außerdem eine kleine Kette noch hinzugekommen. Kleine Ketten feiere ich ja ohne Ende, weil die habe ich ja sehr lang schon im Spiel vermisst. Allerdings, Nachteil, diese Kette, zum einen ist die von der Textur her sehr 2D, muss ich sagen. Also die ist jetzt nicht die schönste. Und sie ist nicht einfärbbar. Ihr habt also hier keine Möglichkeit, das Ganze einzufärben. Genauso auch hier Körbchen. Keine Möglichkeit der Einfärbung. Dann gehen wir auf die 3 Gräser. Ihr seht hier ein paar mehr. Es sind 3 verschiedene Grassorten. Die gibt es aber einmal als die normale Grassorte, wie hier zum Beispiel das Bisongras und das Ganze nochmal in trockener Version. Und das zieht sich hier durch diese 3 Sorten durch. Wir haben hier das Dünengras und natürlich auch das trockene Dünengras und auf der anderen, also ganz außen auf der linken Seite, haben wir das Kängurugras in kleinen und auch das trockene Kängurugras. Und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal so ein bisschen detailmäßig an, wie es aussieht. Und ich muss sagen, die Gräser, die machen schon was her. Die kann man ganz gut mit einbauen. Sehen doch recht schick aus. Auch hier dieses verdirrte Gras, das ist nicht ganz so lang wie das, was wir schon im Spiel haben. Dieses Savannengras. Und das Bisongras, das hat auch hier so eine richtig schöne gemischte Textur. Also das finde ich so, ja, eines der schönsten Grassorten, die wir jetzt aktuell im Spiel haben. Und nun nochmal die Dioramas, die neu hinzugekommen sind. Dazu wählt ihr einfach Sandbox Zoo, neuer Zoo. Dann wählt ihr euch die normal Biom und Kontinent aus, was ihr gerne haben wollt. Ich nehme in meinem Fall jetzt hier mal Tropen und, oder wir nehmen mal Tundra und Nordamerika zum Beispiel, Schneeland. Und dann habt ihr hier bei den, bei dieser Dropdown-Auswahl habt ihr neben Flach und Eben, habt ihr jetzt auch, oder diese Heimmaps eben, habt ihr auch jetzt die Möglichkeit, Diorama einzustellen. Vergebt einen Namen, ich lasse den jetzt mal so einmal auf Erstellen.
Und dann befinden wir uns hier inmitten von Wolken mit so einem Klotz. Also ihr habt ringsherum keine Texturen, was das Diorama dann erst so wirklich wirken lässt. Bisher war es ja so, dass man im Diorama sich so eine Rückwand gebaut hat. Das braucht ihr jetzt nicht mehr. Jetzt habt ihr hier wirklich diesen Klotz freischwebend. Ihr könnt den natürlich noch erweitern mit Terraforming. Ihr könnt den bearbeiten. Ihr könnt jetzt hier eure Gehege, eure Landschaft, euer Diorama einfach draufbauen, wie ihr es beliebt, abspeichern. Und schon habt ihr das Ganze hier als ein einzelstehendes Objekt abseits von Zoos und so weiter. Könnt ihr hier euren Baukreationen freien Lauf lassen. Als Zusatzoption bietet uns Frontier jetzt noch ein zusätzliches Menü. Ihr habt es hier oben vielleicht schon gesehen. Ihr habt die Einstellungen, ihr habt unten drunter den Sandbox-Modus und ihr habt hier dieses Diorama-Bildchen. Und wenn ihr da draufklickt, habt ihr noch Einstellungen zu diesem Diorama. Ihr könnt den Fensterhintergrund überschreiben. Wenn ihr da draufklickt, sieht es dann eben so aus. Ihr könnt dann hier eine bestimmte Farbe auswählen. Sagt ihr, wir wollen das jetzt zum Beispiel blau oder grün zum Beispiel. Ihr könnt hier auswählen, wie das Diorama, das Gelände letztendlich aussehen soll. Wir haben den Würfel. Wir haben den Zylinder oder wir haben so eine Halbkugel und natürlich die Größe kann noch definiert werden und auch die Höhe. Und klickt ihr dann auf Aktualisieren, dann habt ihr dieses neue Gelände, was ihr hier vordefiniert habt, habt ihr dann hier als Grundplattform. Kommen wir nun zum DLC-Content und das ist ja ein reines Tier-DLC, das heißt, es gibt 7 Gehegetiere und dieses Mal nicht nur ein Vivarientier für das neue begehbare Vivarium, sondern es gibt sogar 5. Es sind alles Schmetterlinge. Ich gehe jetzt erstmal auf die Gehegetiere drauf ein und dann schauen wir uns nochmal die Schmetterlinge an. Und da haben wir den Emu. Den habe ich eigentlich schon im Australien-Pack vermisst, weil das ist das Nationaltier von Australien. So sieht er aus. Der natürliche Lebensraum ist natürlich in Australien. Ihr könnt hier wieder einstellen, ein Tier, 450 Quadratmeter, braucht also ein bisschen Fläche und geht auch ganz gut nach oben, wenn wir hier ein zweites Tier hinzugeben. Zu den Artdaten, bis zu 5 Männchen, bis zu 5 Weibchen, 1 bis 6 Tiere insgesamt. Dazu zählen natürlich nicht die Jungtiere. Es gibt 1 bis 5 Tiere im Nachwuchs. Gäste können das Gehege nicht betreten. Die Emus, die sind nicht ohne. Das ist wie die Helmkasuare, die wir ja schon im Spiel haben. Da sind ja auch schon Leute gestorben. Also ist bei den Emus ist es dann dementsprechend auch ähnlich. Forschungssachen gibt es natürlich wieder. Es gibt keine neuen Gehegesachen. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Und gemeinsame Belegung ist nicht der Fall. Und da sind wir bei den Emus und die sehen ja richtig schick aus. Schöne Texturen. Wir reiten gerade auf dem Rücken des Männchens mit hier. Links von uns ist das Weibchen. Es gibt auch hier Farbvariationen bei den Tieren. Die habe ich tatsächlich auch bei allen Tieren gesehen im Handelszentrum. Also selbst die Gürteltiere haben so leichte Variationen. Zu braun, grau, grau und so weiter. Die sind nicht ganz so heftig wie bei den Füchsen zum Beispiel. Aber es fällt auf, dass hier der Hals von dem Weibchen etwas blauer ist als der vom Männchen. Dann gehen wir weiter zum Caracal. Auch eine sehr schöne Katzenart hier. Hier sehen wir, wo die Tiere überall leben, also hauptsächlich im afrikanischen Bereich, so Küstenregionen. Hier zieht sich so ein rosa Bobbel hier quer durch Afrika durch. Auch hier vom Platzbedarf nicht ganz ohne. Wir schauen mal weiter auf die Artdaten. Es geht paarweise nur, also ein Männchen, ein Weibchen, maximal 2 Tiere. 1 bis 4 Tiere im Nachwuchs. Und natürlich können die Gäste das Gehege nicht betreten. Von der Forschung her, jetzt nochmal durchgescrollt, also auch Sachen, die bereits im Spiel sind. Und auch natürlich keine Kombination mit anderen Tieren möglich. Und wie gut, bitteschön, sieht denn diese Katze aus? Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, sie hat schon so ein paar Schatten mitgebracht, ne? Gerade aus dem Handelszentrum gefischt. Schon hat sie Aua. Vor allem, was machst du denn? Geh mal aus der Dame.
Als drittes Tier haben wir den Mähnenwolf. Dieser stammt aus Südamerika, ist von den Platzverhältnissen richtig extrem, muss ich sagen. Also für so ein doch relativ kleines Tier, fast 1000 Quadratmeter nur für ein Tier, und setzt man ein zweites dazu, dann braucht man schon fast 1500. Wenn man bedenke, Platz geht ja dann auch weg, wenn ihr Bäume setzt oder Gewässer setzt und so weiter. Zu den Artdaten natürlich auch wieder paarweise nur. Nicht betretbares Gehege, logischerweise die Anzahl der Jungtiere 1 bis 5 ist also identisch mit den Karakal. Forschung, kurz mal durchgescrollt. Und das Tier lässt sich tatsächlich kombinieren mit den Capybara und mit den großen Ameisenbären. Wobei ich das schon so ein bisschen schwierig finde, da diese ja zu den Karnivoren gehören. Hier so unten sehen wir es. Aber scheinbar funktioniert's, ne? Blende Su sagt, ihr könnt es mit den Capybara und mit den Ameisenbären zusammensetzen. Also zusammensetzen im Sinne von, es gibt dann auch einen Bonus, ne? Ihr könnt natürlich auch andere Tiere kombinieren. Eventuell funktioniert das auch. Aber den Bonus erhalten sie nur mit diesen beiden Tierarten. Wir können das nochmal gegenkontrollieren. Und da wird auch tatsächlich der Mähnenwolf mit aufgeführt. Das sah gerade so ein bisschen aus wie eine Höllenfigur hier. Aber auch hier, ne? Diese Felltextur. Wow. Das ist ja mal richtig gut. Kommen wir jetzt zur Streifenabteilung. Es gibt zwei Streifentiere im DLC. Es gibt einmal das Streifen-Gnu und die Streifen-Hyäne. Streifen-Gnu, das Weißschwanz-Gnu haben wir bereits. Und ja, das ist nochmal so ein bisschen, das hat eine andere Felltextur. Ja, werden wir dann gleich noch sehen. Ist auch weit verbreitet in Afrika, also eine 1,5 Millionen. Hier sehen wir es, 1,55 Millionen gibt es in freier Wildbahn, ist nicht gefährdet. Hier haben wir es nochmal schwarz auf weiß oder... ja, pink auf grau, in Afrika, eher im südlichen Teil beheimatet. Von der Anforderung her ist es doch relativ human. Also viele Tiere brauchen doch relativ wenig Platz, muss ich mal so sagen. Es können bis zu 20 Tiere ins Gehege. Also 4 bis 20 ist also ein Herdentier, ein Männchen und 19 Weibchen. Es unterstützt kein begehbares Gehege und ein Tier pro Nachwuchs. Ich gebe bei den Daten jetzt wirklich mal nur auf das Essentielle ein, was so meiner Meinung nach erstmal so am wichtigsten ist. Können Gäste betreten? Wie groß ist die Herde maximal? Und wie viel Nachwuchs ist pro Wurf zu erwarten? Natürlich, ihr könnt das hier alles in der Zoopedia nochmal nachlesen, wenn euch zusätzliche Sachen noch interessieren. Zu den Forschungsgeschichten. Ja, typisch Gnu eben, ne? Der Greifball, was wir auch schon vom Weißschwanz-Gnu kennen. Futterutensilien gibt es hier ein paar mehr als beim vorhergehenden Tier, und es kann kombiniert werden mit, ja, halb Afrika, sag ich mal, ne? Also das ist, seht ihr auch hier.
So, dann schauen wir uns mal das Streifenknu an und da sehen wir auch schon den Unterschied. Auch hier die Textur grandios, also richtig, richtig schön. Ich bin mir nicht sicher, manche Tiere gab es bestimmt schon als Mod-Version. Aber bis jetzt hat sich ja immer herausgestellt, wenn Frontier das gemacht hat, dann waren natürlich die Tiere irgendwie ja nochmal eine Nummer besser in den Details. Bewegung sowieso, jedes Tier hat ja so seine eigene Bewegungscharakteristik. Super schönes Tier. Ich muss aber gestehen, also die Knus sind jetzt nicht unbedingt meine Favorites aus diesem Pack. Ich denke mal, da geht's einigen genauso, weil wir ja die Weißschwanz-Knus schon im Spiel haben. Aber so eine zusätzliche Knu-Art ist doch... belebt das Ganze doch nochmal so ein bisschen mehr, bringt ein bisschen mehr Variationen rein. Zumal diese Knu-Art hier auch in Afrika sehr häufig anzutreffen ist. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Streifentier, die Streifenhyäne, und die ist potenziell gefährdet. So sieht sie aus. Eine Hyäne haben wir ja schon im Spiel, aber wenn wir da mal zur Tüpfelhyäne springen, dann sehen wir auch hier längere Nase. Also es gibt schon so ein paar anatomische Merkmale, die das Ganze hier, nicht nur die Felltextur, sondern auch wie das Tier generell aussieht. Sie ist auf alle Fälle kleiner, sieht auch so ein bisschen niedlicher aus, was sie aber nicht unbedingt ungefährlicher macht, muss ich auch sagen. So, vom Platzbedarf ist es extrem viel. Wenn wir auf zwei Tiere, was wiederum das Maximum wäre, anheben, dann sehen wir auch schon hier, ne, 1300 Quadratmeter. Wenn dann jetzt hier noch so Jungtiere dazukommen, das geht also ganz gut nach oben. Hier braucht man wirklich ein riesengroßes Gehege für eine doch sehr überschaubare Anzahl an Tieren, weil es maximal eben nur ein Männchen, ein Weibchen geht. Und natürlich können die Gäste das Gehege nicht betreten. Und es gibt Nachwuchs, 2 bis 4 Tiere. Von den Forschungssachen, hier nochmal ganz kurzer Überblick. Ich scroll das ein bisschen schneller durch, ne? Das könnt ihr euch genauer durchlesen dann. Beziehungsweise, ihr seht es ja dann auch, wenn ihr in den Gehegesachen einfach mal den Filter eingibt, was dann alles zu dieser Hyäne passen würde. Und natürlich mit keinem anderen Tier kombinierbar. Also ich sage auch hier die Felltextur, richtig schick. Sieht auch schon ein bisschen niedlich aus, ne? Nimm erstmal einen Schluck, genau. Oder leg dich mit dem Kopf rein, das ist natürlich auch okay. Thank you.
Das ist das neunbinden Gürteltier, so sieht's aus. Und leicht. Leichter Bartwuchs am Kinn. Da kommt's her. Also Mittel- und Südamerika. Südamerika überwiegend, Mittelamerika komplett und so ein bisschen was von Nordamerika auch im Süden. Ist sehr human, was den Platz angeht. Ein Tier, 182 Quadratmeter. Da braucht er also bloß ein kleines Gehege. Es geht maximal natürlich nur ein Männchen, ein Weibchen. Die Gäste können das Gehege betreten, das ist auch sehr interessant. Und es gibt bis zu vier, oder nein, was heißt bis zu, es steht hier vier, aber es ist natürlich bis zu vier Tiere, gehe ich mal von aus, pro Nachwuchs. Von den Forschungen her hat natürlich den Vorteil, wenn diese ganzen Sachen schon da sind. Das heißt, ihr könnt diese ganzen Sachen wahrscheinlich auch, wenn ihr euren, gerade wenn ihr im Franchise-Modus spielt oder im Sandbox bei aktivierter Forschung und ihr habt das Ganze schon erforscht, dann müsst ihr jetzt für dieses Tier nicht immer nochmal neu erforschen, sondern ihr könnt gleich das Gehege so gestalten, wie es dann später auch aussehen soll. Und es kann aber mit keinem anderen Tier kombiniert werden. Also über die Tiertexturen gibt es wieder mal nichts zu meckern. Die sehen allesamt richtig gut aus bis jetzt. Bobbeldi, Bobbeldi, wo willst du denn hin? Ist hier draußen so sonnig? Die sind doch ganz schön schnell unterwegs hier, ne? Aktiv das Tier. Nur am Hin- und Herrennen. Aber sieht ebenfalls ne, richtig gut aus. Und ist auf alle Fälle eine Bereicherung für das Spiel. Das nächste Tier ist ja mein persönlicher Favorit, muss ich mal sagen, aus dem Pack. Das finde ich richtig schön, dass die Rotnacken-Wallabies hier mit eingeflossen sind ins Spiel. Die habe ich eigentlich auch schon vermisst. Wenn man Australien, Wildlife Parks und so weiter mal googelt oder ja, eine Suchmaschine bedient, dann wird man sehr viele Bilder sehen, wo Gäste durch ein Gehege oder über eine Wiese laufen. Und dann sieht man eben diese kleinen Gesellen hier. Das ist eine kleine Känguru-Art und die sind auch sehr human, was den Platzbedarf angeht, kommen natürlich aus Australien, wie ich schon so ein bisschen durchgeteasert habe und die Artdaten. Bis zu 30 Tiere, also da könnt ihr das Gehege richtig voll machen. 29 Männchen, 29 Weibchen. Es gibt nur ein Tier als Nachwuchs und das Gehege ist betretbar. Forschungsutensilien ist gar nicht so viel, muss ich auch sagen. Also gerade hier die Futterbeschäftigungssachen, das ist doch sehr überschaubar und auch was die Spielzeugsachen angeht, der Sprinkler mit dem Ball können sie so ein bisschen, also es ist schon überschaubar und kombinierbar sind sie aber mit nichts anderem. Ja, und das sind meine persönlichen Highlights hier in dem DLC. Aus Gründen, wie man sieht. Oh Gott, sind die cute. Mega. Wie gut die aussehen. Die für mich im DLC aktuell aktivsten Tiere, muss ich sagen, sind tatsächlich die Gürteltiere. Hätte ich so jetzt überhaupt nicht vermutet. Aber die haben am meisten ja, Rabatz hier im Gehege gemacht, muss ich sagen. Oh, was passiert mit dir? Ja, sehr gemütliche Gesellen. Von den Animationen ähnlich der Riesenkängurus. Wobei ich
denke, die haben auch so ein bisschen mehr. Hier gerade dieses Kratzen an der Nase. Ich bin mir nicht sicher, ob das auch die Kängurus machen. Damit kommen wir zum Vivarium-Tier oder zu den Vivarientieren, weil es sind dieses Mal tatsächlich fünf. Es sind alles Schmetterlinge. Es sind aber fünf verschiedene Schmetterlinge und das hier, der blaue Morphofalter, ist tatsächlich mein Favorit aus der ganzen Sammlung. Der sieht einfach unglaublich schön aus. Kommt vor in Südamerika, also Mittel- und Südamerika. Bisschen Ausläufer hier von Mittelamerika, würde ich fast sagen, ne? Obwohl es hier nur auf Südamerika sich beschränkt. Es können, und das ist wirklich bei jedem gleich, es können bis zu 90 Tiere in ein Vivarium gesetzt werden. Bei den Schmetterlingen gibt es auch eine Besonderheit. Ihr könnt die Schmetterlinge kombinieren. Das heißt, ihr könnt in ein Vivarium könnt ihr alle Schmetterlingsarten einbauen. Es sind also die ersten Mischvivarientiere, die es hier in Planet Zoo gibt. Jetzt wäre noch interessant, zählt das Ganze dann wirklich als Schmetterling? Das habe ich jetzt noch nicht ausgetestet. Dazu gern auch mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr Erfahrungswerte habt. Würde mich mal interessieren. Wenn ihr da Erfahrungen sammelt, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Auch für die, die die Kommentare sich dann später noch durchlesen. Können wir jetzt also diese Art 90, eine weitere Art 90, eine weitere Art 90 und so weiter, können wir das wirklich komplett alles in ein Vivarium mit maximaler Gruppengröße setzen? Oder betrifft die 90 hier alle Schmetterlinge in diesem Vivarium? Das wäre noch interessant. Ich vermute eher Letzteres. Bei 5 Schmetterlingen, das ist dann schon so ein wildes Geflatter in dem Vivarium aus. Also da kannst du eigentlich nur mit Maske rein, sonst atmest du die ganze Zeit plus Schmetterlinge weg. Von den Forschungen her natürlich, es ist alles dasselbe. Also dieses Vivarium, sobald ihr den Schmetterling reinsetzt, dann habt ihr diese Möglichkeiten hier zum Ein- und Ausschalten. Und hier seht ihr es auch nochmal, ist kombinierbar mit allen anderen Schmetterlingen, die aktuell im Spiel inklusive sind. Und da können wir auch gleich eigentlich zum nächsten springen. Das ist hier der Monarchfalter. Kommt ebenfalls aus derselben Region, ein bisschen Australien hier unten noch mit. Wobei ich mir eigentlich sicher war, dass ich den auch schon mal bei uns gesehen habe hier. Aber ich kenne mich mit Schmetterlingen doch tatsächlich nicht so aus. Also es kann auch sein, dass es einfach bloß was ist, was so ähnlich aussieht, aber letztendlich doch ein anderer ist. Da gibt es ja feine Unterschiede. So, auch hier nochmal die Übersicht. Forschung ist identisch. Auch hier, das ist natürlich identisch. Und wir springen auch gleich zum nächsten. Der Schwalbenschwanz wäre der nächste. Und dieser kommt ja auch bei uns in der Region vor. Also Europa, Asien, Nordamerika. Wie ich schon sagte, ist identisch. Also natürlich die Größe und so weiter, das hat hier natürlich so ein paar Unterschiede, aber so, was die Gruppengröße angeht, Forschungen und so weiter, ist natürlich gleich. Und mit was das kombinierbar ist, ebenfalls. Dann gehen wir weiter auf das Tagfaunauge. Kommt ebenfalls in Europa und Asien vor. Den habe ich auch schon bei uns im Garten gesehen. Der ist sehr, sehr häufig bei uns. So, da haben wir hier die Arten. Daten, die abweichen, der Rest ist wieder mal identisch, bis zu 90 Tiere. Forschung natürlich das gleiche und kann wieder mal mit denen hier kombiniert werden. Und dann hüpfen wir auch gleich zum letzten im Bunde, dem wolkenlosen Schwefel. Das ist auch ein sehr schönes Tier. Kommt in Amerika, Nordamerika, Südamerika vor. Mittelamerika wurde hier nicht mit aufgeführt. Man sieht aber hier auf der Karte, ne? Gehört auch mit dazu. Die Artdaten, die Forschung, ist klar, alles identisch mit den anderen Schmetterlingen. So, dann gehen wir weiter. DLC-Content bringt an sich erstmal keine Bauteile weiter mit, in Anführungszeichen, weil es kommen natürlich, es kommt eine Statue, es kommen Schilder. Die zeige ich euch gleich. Und wir haben einen neuen Bauplan und der bezieht sich auf diese Gesellen hier, nämlich wir haben ein neues Schmetterlingshaus. Und so sieht das Ganze aus. Ihr findet das Ganze in den Bauplänen. Ich habe hier den Filter mal Graslandschaft drin. Das Ganze nennt sich betretbares Vivarium, also wenn ihr jetzt hier oben Vivarium eingebt, dann ist das auch hier mit in der Liste. In dieses Häuschen sind 2 begehbare Vivarien verbaut. Und das ist von innen natürlich richtig schick ausgestaltet hier. Was mir beim Hineinsetzen der Tiere aufgefallen ist, wenn ihr mehrere Arten, verschiedene Arten, in ein Vivarium setzen wollt,
Das geht nicht gleichzeitig. Also ihr müsst erst eine Art nehmen, diese ins Vivarium setzen. Ihr könnt dann die zweite Art hinzuholen. Aber wenn ihr das jetzt gleich mit einem Ritt machen wollt, das funktioniert aktuell noch nicht. Eventuell gibt es dann nochmal einen Patch, im nächsten Patch dann den entsprechenden Fix dazu, dass das dann auch wirklich funktioniert. Im Moment geht es tatsächlich nur einzeln. Also ihr könnt nur sagen, ich will jetzt diese Art hier, die Monarchfalter meinetwegen, die will ich gern in dieses Vivarium. Dann sind die hier auch aus der Liste. Klickt ihr euch jetzt hier verschiedene Arten zusammen. Das machen wir mal mit dem Tagfauenauge hier zum Beispiel. Dann sagt, ich will das gerne hier in dieses Vivarium. Seht ihr, eine Art ist raus. Die Tagfauenaugen sind aber weiterhin in der Liste. Dann könnt ihr diese Vivarienhäuser natürlich noch anpassen. Dazu habe ich ja schon ein Tutorial geschaltet. Es gibt ja auch die neue Möglichkeit, nicht nur Glas, sondern dieses Mal auch Netz. Wir können jetzt den Boden auch mit Mulch oder komplett leer lassen. Auch da hat sich so ein bisschen was getan. Tiere sind auch schon drin und da sehen wir sie auch schon. Das Grasland-Pack bringt folgende Teile mit sich. Das sind natürlich hier diese Tierschilder, wie wir sie aus den anderen Tierpacks auch schon kennen, auf die Tiere gemünzt, die in diesem Pack enthalten sind. Wir haben, ich gehe mal hier so ein bisschen vorsichtig ran, weil ich will noch nicht zu viel verraten. Wir haben hier so eine kleine Stange, ein Tierschildpfosten, der ist natürlich auch einfärbbar. Wir haben Schmetterlinge, die sich, wie ihr seht, hier sogar bewegen. In verschiedenen Größen, in verschiedenen Farben. Die sehen richtig schnieke aus. Und auch die, ich mache es mal extrem, dass man es sieht, die sind auch einfärbbar, ne? Also das obere, der obere Teil hier und die Stange, das zieht sich dann hier durch, trifft also auch auf die anderen zu und wir haben hier das Gürteltier als Statue. Weiterhin bietet das Grasland-DLC auch ein neues Szenario, wo ihr diese Statue hier auch nochmal in Gold, Silber, Bronze freischalten könnt. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert auch gern. Mich würde interessieren, welches Tier aus dem Animal Pack euer Favorite Tier ist und wie ihr das Pack generell findet. Schreibt mir also gerne in die Kommentare. Wer noch nicht hat, abonniert den Kanal, helft dem Kanal weiter zu wachsen, dass ich euch auch weiterhin Videos hier bereitstellen kann. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Keen.